mal wieder umdrehen. Hoi, da was geht ab, Leute? Hong hier mit Bagash. Ich habe ihn beim Pokémon Go spielen abgefangen. Damit er auch mal Yu-Gi-Oh! Videos dreht. Alter, hast du mich hier gekühlt oder was? Schau mal. Bagash, was ist deine Meinung zu Demise? Die ist ja überraschend nicht getroffen worden. Also das ist sehr gut. Das ist wirklich top. Yu-Gi-Oh! Habe ich jetzt in den letzten Wochen wieder nicht so viel gemacht, aber Bandless natürlich angeschaut. Und Demise, in welchen Top-Decks oder Gewinner-Decks wurde es denn gespielt? Gar nicht. Es hilft einfach denen nicht Meta-Decks. Und deswegen soll sie auf 3 bleiben. Damit man ab und zu was Kreatives auspacken kann, mehr Speed hat. Jetzt kann man wieder mit diesem neuen Pod testen. 3 Allure, man hat wirklich sehr viel Speed. Deswegen super saftig. 3 Demise, dass sie geblieben ist. Die Fans kennen dich ja als der Demise-Liebhaber. Ja. Hast du deine Demise noch? Ja, meine 3 habe ich noch. Was mit dem Rest passiert? Mit dem Rest habe ich alle getauscht, verkauft, alles Mögliche. Ich hatte wie viel? 15 Stück oder so. Und ja, wie ist die eigentlich preislich? Ich weiß nicht mal mehr den Preis. Also vor Bandes war sie echt so Tiefpunkt, unter 10 sogar. Ja, genau. Ja. Und jetzt? Jetzt habe ich nicht geschaut in letzter Zeit. Okay, interessant. Wäre mal interessant zu wissen, wo sie jetzt steht. Denkst du, die Demise-Decks machen ein Comeback jetzt? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Deswegen wurde sie auch nicht gehittet. OEM und so, die Visiger, keine Demise, aber es kann jederzeit alles passieren mit den neuen Sets. Schaut euch die Sets an. Problem ist, die Europäer sind nicht so kreativ wie die Japaner, die Asiaten. Wenn wir ein bisschen mehr die Kreativität hätten, uns mehr trauen würden, eigene Decks zu spielen, würde viel mehr rauskommen, auch mit Demise. Ja, hast du bei den Japanern mal Demise-Decks gesehen? Wie gesagt, in letzter Zeit nicht so, aber davor schon immer wieder. Ja. Eins mit dem Mais, so wirklich verrückte Decks. Wirklich verrückte. E-Hero habe ich mal gesehen mit dem Mais. Mist und so wurde abgeschmissen, dann mit Call geholt. Okay. Ja, Endphase. Ja, kann funktionieren. Call geholt, Special Effect, Mist, kann zum gegnerischen Zug Dark Lore geben. Und was mit deinem Magic Spectre dem Mais? Bleibst du bei dem Deck? Vielleicht packe ich wieder Gravekeeper aus. Gravekeeper Demise. Ja. 3 Allure. Ja. 3-mal Demise. 3-mal der alte Pot, 3-mal der neue Pot und ein Upstart. Das sind schon 13 Speedkarten. 13 Speedkarten in einem 40-Karten-Deck, das sind ein Drittel. Das heißt, jede dritte Karte ist eine Speedkarte. Vielleicht müsste man den neuen Pot nur 2-mal spielen, weil man hat wirklich zu viel Speed. Dann noch die ganzen Sucheffekte mit Kommandant und so weiter. Also vielleicht packe ich wieder Gravekeeper aus, aber Magic Spectre ist auch noch eine Option. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Chongs Turnier, 18.09. Dort wird er vielleicht wieder zuschlagen. Ja, ich werde dabei sein. Sicher? Ich werde dabei sein, ja. Weil ich habe es einem bestimmten Freund versprochen, den ich gestern am Bodo-Platz gesehen habe. Ich habe eigentlich seine Karriere zerstört, aber wir werden mehr dann beim Vlog sehen. Das ist klar. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.